Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich gehe heute im Plaza Gardens essen und zwar zum Abendessen. Das ist ein Buffet-Restaurant und ich nehme euch wieder mit, zeige euch, was es hier zu essen gibt und zeige euch die Atmosphäre. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich habe nämlich ganz großen Hunger. Das Besondere im Plaza Gardens ist, beim Buffetpreis ist ein Getränk inklusive, aber nicht nur das, ihr könnt so viele Getränke bestellen, wie ihr möchtet. Also Cola, Wasser, Sprite en masse. So wie ich ja vorher erwähnt habe, ist das Plaza Gardens ein Buffet-Restaurant. Hier seht ihr jetzt die Salatbar mit verschiedenen Zutaten, um euren Salat zu mixen. Verschiedene Dips. Können wir dann noch weitere Zutaten, um sich leckere Salate zusammenzustellen. Coleslaw, Chicken, Nudelsalat, Couscous. Hier auch noch einen fertigen Caesar Salad, sehr lecker. Und hier gibt es Tomaten-Mozzarella-Teigtaschen, vegetarisch, für die Vegetarier unter uns. Hier gibt es heute eine Purple Potato Soup. Okay, Purple sieht die jetzt nicht aus, sieht eher aus wie... Naja, ich sag's jetzt nicht, aber ich werde sie trotzdem mal probieren. Dann haben wir hier die Warmspeisen. Rösti, was haben wir da hinten? Vegetables, also Gemüse, Reis, wir haben Fisch, wir haben oben Spargel mit was ist das? Mushrooms, also Pilzen, das für die Vegetarier. Wir haben Pasta mit Shrimps, wir haben Kartoffeln, wir haben Nudeln für die Kinder. Würstchen, Hähnchen und das sind Zucchini-Bällchen. Auch interessant. Also für die Vegetarier ist wirklich echt viel da. Und kommen wir noch zum Dessert. Wir haben hier oben einen Mini-Kuchen, wir haben Cupcakes, wir haben die von der Weihnachtsseason. Es ist zwar keine Weihnachtsseason mehr, aber die sind trotzdem sehr lecker. Und was ich euch empfehlen kann, sind diese Mickey-Kuchen. Die sind so geil. Das Innere ist ein bisschen soft, also sehr, sehr weiter zu empfehlen. Und die sehen nicht nur gut aus für Bilder, sie schmecken auch gut. Und hier haben wir noch Tarts. Und hier haben wir noch ein paar Gummibärchen. Brot gibt es natürlich auch. Falls jemand kein süßes Dessert möchte, gibt es hier auch verschiedene Käsesorten, die man sich dann zusammenstellen kann als Dessert. Und hier gibt es nochmal eine Pilzsuppe. Ich glaube, ich nehme die anstatt die Kartoffelsuppe, die sieht etwas leckerer aus. Dann gibt es hier noch frisches Hähnchen, welches geschnitten wird und Rinderfilet und ansonsten ist nochmal das heiße Buffet dasselbe wie auf der anderen Seite. So wie ich eben gesagt habe, ich habe die Pilzsuppe. Ja, schmeckt okay, nichts Spezielles, also ja. So, meine zweite Vorspeise. Wir haben den Caesar Salad, wir haben ein bisschen, keine Ahnung, mit Spargel irgendwas, Nudeln, Reis, Hähnchen, diese Teigtasche mit dem Mozzarella. Ein wilder Mix, aber sieht bisher ganz gut aus. So, als Hauptgang esse ich ein bisschen Hähnchen, Rinderfilet und Zucchini, Fleischbällchen, also ohne Fleisch. Und dieses Weizenzeug schmeckt echt gut, deswegen habe ich es nochmal geholt. So, Zeit fürs Dessert. Ich habe jetzt schon einen gegessen, wie man unschwer erkennen kann. Ich konnte einfach nicht warten. Das sind wirklich meine zwei Lieblingsdesserts hier. Ich liebe diesen Schokokuchen und den habe ich das erste Mal zur Weihnachtssaison im Agrabah Café probiert. Also ich liebe beides. Schmeckt super lecker. So, das Abendessen im Plaza Gardens ist vorbei. Einmal die Preise. Die Erwachsenen zahlen 34,99 Euro pro Person und für Kinder kostet das Buffet 17,99 Euro. Wie ich vorher schon erwähnt habe, Getränke sind inklusive.
Und ihr könnt so viel zu trinken bestellen, wie ihr wollt. Mein Resümee zum Plaza Restaurant: Es ist ein solides, gutes Restaurant im Buffet-Style. Es hat diesen kolonialen Stil, was ganz schick ist, passt zur Main Street. Und ja, es ist für jeden was da zu essen. Es ist solide, es ist jetzt nicht wow, überragend, aber es ist wirklich einer der besseren Restaurants hier im Disneyland Paris, wo man auch mal essen kann. Mein Favorit sind immer noch die Desserts, aber das Rinderfilet war auch sehr lecker. Ja, das war mein Video zum Plaza Gardens. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye!